Wir haben gerade gesehen in den Beispielen, wenn man einen zufälligen Vektor nimmt und eine Matrix immer wieder dran multipliziert, dann landet man bei einem Vielfachen eines Eigenvektors und zwar beim Vielfachen des Eigenvektors zu einem betragsmaximalen Eigenwert. Und zumindest war das in unseren Beispielen so. Und das wollen wir jetzt verstehen. Und dazu schauen wir uns die zugehörige Methode an. Ups, das war das falsche Fenster. Ja, genau. Und diese Methode nennt man aus offensichtlichen Gründen die Potenzmethode. Und dazu sei zunächst mal A aus dem R hoch N Kreuz N eine diagonalisierbare Matrix. Und wenn es diagonalisierbar ist, dann gibt es ein vollständiges System von Eigenwerten und Eigenvektoren. Das heißt also, sei AXI gleich Lambda I mal XI, Lambda I die Eigenwerte, XI die zugehörigen Eigenvektoren, die seien alle linear unabhängig. Und es soll bei uns immer der Fall sein, dass die Eigenwerte vom Betrag her geordnet sind. Das heißt also, Lambda 1 Betrag größer gleich Lambda 2 Betrag und so weiter. Also Lambda 1 Betrag ist der betragsmaximale Eigenwert, und so weiter. Und natürlich alles gezählt der arithmetischen Vielfachheit nach. Das heißt also, es können hier natürlich die Eigenwerte auch doppelt auftreten. Und weil es diagonalisierbar ist, sind die arithmetische Vielfachheit und geometrische Vielfachheit sogar gleich in diesem ersten Fall. Okay, also was haben wir uns vorgestellt? Wir haben einen zufälligen Vektor x0 aus dem R hoch n. Und wir wenden eine Matrix immer wieder drauf an. Das heißt also, xk plus 1 gleich axk oder mit anderen Worten, xk ist a hoch k mal x0. Okay, unser System ist vollständig. Das heißt also, die xi bilden eine Basis des R hoch n. Und wir können unseren Vektor x0 entwickeln als Summe i gleich 1 bis n, μ i mal xi mit irgendwelchen Koeffizienten μ i. Okay, wenn ich diese Definition oder diese für axk hier vorne einsetze, erhalte ich also xk ist die Summe i gleich 1 bis n. Ja, eigentlich a hoch k mal die Summe i gleich 1 bis n, das a hoch k ziehe ich rein. Habe ich hier eine Summe i gleich 1 bis n, μ i a hoch k mal xi. Naja, aber xi ist ein Eigenvektor von a zum Eigenwert Lambda i. Das heißt, das ist nichts anderes als die Summe i gleich 1 bis n, μ i Lambda i hoch k mal xi. Und das hier ist so ein bisschen unsere entscheidende Gleichung, die wir nachher benutzen werden. Ja, wir unterscheiden drei Fälle. Und der erste Fall ist, der Eigenwert Lambda 1, also der betragsmäßig größte, tritt r mal auf. Und ja, der nächste Eigenwert ist dann tatsächlich kleiner im Betrag. Ja? Das heißt also, es kann zum Beispiel nicht die Situation auftreten, dass wir haben zweimal den Eigenwert 1 und einmal den Eigenwert minus 1. Der nächste Eigenwert ist echt kleiner. Das ist die Aussage, die wir hier haben. Okay, schauen wir uns das an. Unser xk haben wir da vorne ausgerechnet. Und ich teile diese Summe hier mal auf in den Anteil zu den Eigenwerten zu den Eigenwerten Lambda 1 bis Lambda r und dem Rest. Ja? Dann habe ich hier eine Summe i gleich 1 bis r, μ i Lambda i hoch k mal xi. Naja, aber die Lambda i's, Lambda 1 bis Lambda r, die sind alle gleich Lambda 1. Das heißt, ich kann die direkten Lambda 1 hoch k schreiben. Und dann habe ich eine Summe i gleich r plus 1 bis n, μ i Lambda i hoch k mal xi. Und wegen unserer Voraussetzung sind diese Lambda i's hier vorne alle im Betrag kleiner als Lambda 1. Okay, gut, dann ziehe ich ein Lambda 1 hoch k vorne raus. Und dann steht hier eine Summe i gleich 1 bis r, μ i mal xi, plus die Summe i gleich r plus 1 bis n, μ i Lambda i hoch k durch Lambda 1 hoch k mal xi. Okay, gucken wir uns jetzt die einzelnen Terme an. Das hier vorne, dieser Term, naja, also die xi sind alle Eigenvektoren von a zum Eigenwert Lambda 1. Okay, das heißt also, auch das, was hier steht, ist tatsächlich ein Eigenwert von a zum Eigen, ist ein Eigenvektor von a zum Eigenwert Lambda 1. Okay, gut. Das hier vorne, naja, also wir wissen, Lambda i ist kleiner als Lambda 1 vom Betrag her. Das heißt also, Lambda i durch Lambda 1 hoch k konvergiert gegen 0. Und das heißt, diese ganze Summe hier konvergiert gegen 0 für k gegen unendlich.
Das heißt also, was macht dieser Ausdruck in den Klammern hier vorne, den ich mal RK nennen möchte, was macht der für K gegen unendlich? Naja, der konvergiert gegen einen Eigenvektor und diesen Eigenvektor, den nenne ich gerade mal Y. Okay, und jetzt haben wir im Grunde schon aufgeklärt, was vorhin am Rechner passiert ist. Wir haben uns dieses XK ausgerechnet und was rauskam, war ein Vielfaches eines Eigenvektors. Naja, aber das ist tatsächlich klar, ja, denn das hier ist der Eigenvektor, der rausgekommen ist. Der wurde nochmal multipliziert mit diesem Lambda 1 hoch K hier vorne. Als wir normiert haben, haben wir dieses Lambda 1 hoch K praktisch rausgeschmissen und was passiert ist, unser XK ist konvergiert gegen einen Eigenvektor. Ja, wunderbar. Ja, also und deshalb hatten wir sowas wie etwas, was sehr nah dran war an einem Eigenvektor. Okay, wenn wir den Eigenwert ausrechnen wollen, im Grunde habe ich Ihnen das auch vorhin schon so ein bisschen gezeigt, aber eine Idee, die wir haben könnten, na, wir müssen ja irgendwie dieses Lambda 1 hoch k da vorne rausschmeißen. Ja? Und dann eine Möglichkeit, das zu tun, wäre zum Beispiel die folgende. Ich wähle mir einen zufälligen Vektor d aus dem r hoch n und bilde einfach mal das Skalarprodukt mit xk plus 1 und das Skalarprodukt mit xk und teile die beiden durcheinander. Okay, diese Folge nenne ich Alpha k und wenn ich das ausrechne, naja, hier vorne steht ja, was das xk in Wirklichkeit ist. Das ist nichts anderes als das Lambda 1 hoch k mal Lambda 1 hoch k plus 1 mal rk plus 1. Skalarprodukt mit d geteilt durch Lambda 1 hoch k mal rk Skalarprodukt mit d. Okay, wir wissen schon, diese rks, die konvergieren gegen y. Das heißt also, das hier konvergiert gegen das Skalarprodukt von y mit d, das konvergiert auch gegen das Skalarprodukt von y mit d und das heißt, das ganze Ding hier konvergiert gegen Lambda 1. Und damit haben wir unseren Eigenwert. Ja, wir haben eine Folge gefunden, die gegen den Eigenwert konvergiert. Und damit machen wir das, was wir bei Banach und so auch gemacht haben. Wir berechnen einfach einige Werte dieser Folge und akzeptieren dann, was da rauskommt, als eine Näherung für unseren Eigenwert. Okay, kleine Voraussetzung. Wir brauchen dabei natürlich, dass das hier nicht 0 ist. Ja? Also wenn das Skalarprodukt von y mit d, also der Grenzwert hier vorne, wenn das 0 wird, dann kann ich hier nicht teilen, dann steht hier 0 durch 0. Und das heißt, ich muss irgendwie voraussetzen, dass das nicht 0 wird. Naja, also man kann sich aber überlegen, wie muss ich das d wählen, damit das nicht 0 wird? Naja, wenn das y ungleich 0 ist, dann ist auf jeden Fall mal der Orthogonalraum zu y eine Menge vom Maß 0. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass ich so ein d zufällig erwische, ist tatsächlich 0. Das heißt also, das konvergiert für alle d, für fast alle d. Und dabei ist das fast alle gemeint im Sinne der Analysis 3. Ja, da, wo es nicht stimmt, da ist es tatsächlich eine Menge vom Maß 0. Das ist richtig, außer wenn das y hier vorne 0 ist. Aber wenn das y 0 wäre, dann müssten diese μ i's hier vorne alle 0 sein. Und das wäre wieder eine Menge vom Maß 0. Das heißt also, es konvergiert tatsächlich für fast alle Startwerte und für fast alle Vektoren d, mit denen ich hier vorne das Skalarprodukt bilde. Okay, gut, das ist das eine. Das heißt also, wenn wir dieses Skalarprodukt bilden, dann bekommen wir hier tatsächlich eine Konvergenz gegen Lambda 1. Fast für fast alle Startwerte und für alle Vektoren d. Und wir können noch ein bisschen was mehr sagen, nämlich wir können auch sagen, wie schnell diese Geschwindigkeit, diese Konvergenzgeschwindigkeit sein wird. Das hängt ja im Wesentlichen davon ab, wie schnell dieses rk hier vorne gegen y konvergiert. Und schauen wir uns das an. Da ist hier, ja, hier steht sowas wie Lambda 2 hoch k, Lambda 2 durch Lambda 1 hoch k, Lambda 3 durch Lambda 1 hoch k und so weiter. Der größte Wert, der dabei auftritt, ist dieses Lambda 2 durch Lambda 1 hoch k, weil die Lambdas ja der Größe nach geordnet sind. Das heißt also, das hier geht so etwa so schnell gegen 0 wie Lambda 2 durch Lambda 1 hoch k, eventuell noch hier mal n. Okay, das heißt, die Konvergenzgeschwindigkeit ist sowas wie Lambda 2 durch Lambda 1 hoch k. Und wenn ich dieses Lambda 2 durch Lambda 1, das ist ja kleiner als 1, mal q setze, dann sehen wir, die Geschwindigkeit ist so wie q hoch k. Und das war genau die Konvergenzgeschwindigkeit, die wir auch beim Fixpunktsatz von Banach beweisen konnten. Das heißt also, das Ganze hier konvergiert ungefähr so schnell gegen den Eigenwert tatsächlich wie beim Fixpunktsatz von Banach, die Fixpunktfolge. Okay, das ist ein wunderbares Ergebnis, aber leider hatten wir ja oben eine Voraussetzung. Und jetzt gucken wir uns mal an,
was passiert, wenn die nicht erfüllt ist. Und die wäre nicht erfüllt, wenn es zwei betragsgleiche Eigenwerte gäbe, die aber unterschiedlich sind. Ja, das heißt also, wir nehmen an, es gibt Lambda 1 und Lambda 2 haben denselben Betrag, aber sie sind unterschiedlich. Und ohne Einschränkung nehmen wir mal an, dass Lambda 3 Betrag soll kleiner sein als Lambda 1 Betrag. Also der nächste Eigenwert soll dann kleiner sein im Betrag. Okay, ich kann genau dasselbe machen wie vorhin. Mal gucken, ob es hier vorne noch irgendwo stehen. Kriege ich das zusammen drauf? Ja, also ich mache auf jeden Fall dasselbe wie vorhin. Ja, also mal gucken, kriege ich das hin? Ne, da mache ich höchstens hier mein Ding kaputt. Ah, da oben habe ich das XK gerade stehen. Ja, ich teile diesmal ein bisschen anders auf und ziehe aus der Summe von dem XK zunächst mal, ich mache dasselbe wie gerade, ich ziehe das Lambda 1 hoch K vorne raus. Das habe ich vorhin auch gemacht. Dann steht hier vorne ein μ1 mal x1. Das ist gut. Ja, das ist dieser Eigenvektor, den hatten wir vorhin auch. Dann haben wir ein Lambda 2 durch Lambda 1 hoch k mal μ2 mal x2. Und dann kommt dieser Rest hier vorne, die Summe i gleich 3 bis n, μ i Lambda i durch Lambda 1 hoch k mal xk. Das ist einfach nur diese Summe jetzt aufgeteilt in drei Teile. Ja, also ich habe jetzt den ersten rausgezogen, den zweiten rausgezogen und den Rest hier vorne. Ich habe gerade schon gesagt, der erste Teil hier vorne, der ist gut. Das μ1 x1, das hatten wir gerade auch. Das ist der Eigenvektor von A. Das ist ein Eigenvektor von A. Das ist super. Der dritte Teil hier vorne, da steht sowas wie Lambda i durch Lambda 1 hoch k. Wir hatten vorausgesetzt, dass Lambda 3 ist kleiner, Lambda 3 Betrag ist kleiner als Lambda 1 Betrag. Das heißt, das hier vorne ist kleiner als 1, konvergiert gegen 0. Das heißt, dieser Teil hier vorne verschwindet. Das ist auch gut, das hatten wir vorhin auch. Blöde ist dieser Teil hier vorne. Und zwar steht hier jetzt ein Lambda 2 durch Lambda 1 hoch k. Da Lambda 2 und Lambda 1 jetzt unterschiedlich sind, steht hier sowas wie minus 1 hoch k. Okay, das konvergiert nicht nur nicht gegen 0, sondern es konvergiert überhaupt nicht. Das heißt also, dieses RK, das wir hier vorne stehen haben, das konvergiert überhaupt nicht. Und naja, wenn es nicht konvergiert, dann kann auch tatsächlich das Skalarprodukt, das Alpha K, das Skalarprodukt nicht konvergieren. Dieses Alpha K konvergiert überhaupt nicht. Und tatsächlich in diesem Fall konvergiert das Alpha K, die Folge der Alpha K nicht. Und zwar wieder wie gerade für fast alle Anfangswerte und alle Vektoren D. Okay, gut, dann haben wir das abgeklärt. Ja? Also Konvergenz, wenn die betragsmaximalen Eigenwerte alle gleich sind. Keine Konvergenz, wenn es Betragsmaximale gibt, die unterschiedlich sind. Der Fall, der uns noch so ein bisschen fehlt, ist, wir haben ja jetzt hier ganz oben mal vorausgesetzt, dass das A nicht, dass das A diagonalisierbar ist. Was ist denn, wenn das A nicht diagonalisierbar ist? Und da wollen wir uns mit einem Beispiel zufrieden geben, das tatsächlich schon alles zeigt. Und zwar, wenn die Matrix nicht diagonalisierbar ist, der Prototyp für eine nicht diagonalisierbare Matrix ist so ein Jordan-Kästchen. Also schauen wir uns an ein Jordan-Kästchen, das heißt also eine Matrix mit Lambdas auf der Hauptdiagonalen, 1 oberhalb der Hauptdiagonalen und ja offensichtlich der einzige Eigenwert ist Lambda von diesem Jordan-Kästchen. Das schreiben wir in der Form Lambda i plus die Matrix 0, 1, 0, 0. Diese Matrix nenne ich N. Diese Matrix N hat eine angenehme Eigenschaft. Sie ist nämlich nilpotent und das bedeutet, rechne das aus, N Quadrat ist die Nullmatrix. Okay, gut. Wir rechnen wie gerade wieder aus und diesmal rechnen wir wirklich die Potenz, die Matrixpotenz aus und setzen ein, also x, xk, haben wir gezeigt, ist a hoch k mal x0, beziehungsweise sowas definiert, a hoch k mal x0. A ist Lambda i plus n hoch k. Naja, und das hier rechnen wir jetzt einfach aus mit der binomischen Formel. Ja? Dann ist das Lambda hoch k mal i plus ja, k über 1, also k mal Lambda hoch k minus 1 mal n. Ja, und dann kommt jetzt als nächstes ein Wert, wo mindestens n Quadrat drin steht, aber n Quadrat ist 0. Das heißt, den ganzen Rest kann ich weglassen. Das heißt, das hier vorne ist nichts anderes als Lambda hoch k mal i plus k mal Lambda hoch k minus 1 mal n. Mal natürlich x0. Okay, also rechnen wir das wieder aus und dann steht hier ein Lambda hoch k mal x0 plus k durch Lambda mal n mal x0. Okay, jetzt würde ich gerne wieder argumentieren. Ja, der erste Teil hier vorne ist ein Eigenvektor, der zweite Teil hier vorne konvergiert gegen 0. Stimmt aber natürlich überhaupt nicht, denn das k steht hier vorne oben drin.
Das heißt, was muss ich tun? Ich muss irgendwie dieses K auch noch rausziehen, damit ich dafür sorge, dass zumindest einer von den beiden Termen nur überbleibt. Ich ziehe also das K hier vorne auch noch raus, bekomme ein K mal Lambda hoch K und dann steht hier vorne ein x0 durch K. Das ist jetzt gut, das konvergiert gegen 0. Plus 1 durch Lambda mal nx0. Naja, also das ist auf jeden Fall mal jetzt ein fester Wert. Ist nicht so ganz klar, ob das wirklich ein Eigenwert ist, ein Eigenvektor ist, aber auf jeden Fall mal ist das hier ein fester Wert. Okay, gut, wir berechnen wie gerade wieder das Alpha k. Das ist also das Skalarprodukt von xk plus 1 mit d durch das Skalarprodukt von xk mit d. Und jetzt muss ich das ja alles einsetzen. Steht also k plus 1 mal Lambda hoch k plus 1 geteilt durch k mal Lambda hoch k gibt insgesamt ein k plus 1 durch k mal Lambda. Und dann setze ich noch das rk plus 1 hier vorne ein und das rk. Dann haben wir also ein rk plus 1 Skalarprodukt mit d und hier ein rk Skalarprodukt mit d. Naja, aber von dem wissen wir schon, das konvergiert gegen 1 durch Lambda mal nx0. Und wieder unter der Voraussetzung, dass das alles nicht orthogonal ist, konvergiert das hier tatsächlich gegen 1. Okay, gut, das heißt also, dieser Teil hier vorne, der ist gut, haben wir einfach nur eingesetzt, konvergiert gegen 1. Der erste Teil hier vorne ist von der Form k plus 1 durch k. Okay, für k gegen unendlich, wunderbar, konvergiert das auch gegen 1. Also konvergiert Alpha k tatsächlich auch in diesem Fall, wo die Matrix A nicht diagonalisierbar ist, gegen Lambda. Trotzdem haben wir hier ein Problem. Und zwar deshalb, ich schaue mir mal an, diese Konvergenz hier vorne gegen 1. Also da steht sowas wie k plus 1 durch k. Das ist also sowas wie 1 plus 1 durch k. Und das heißt, das konvergiert so schnell gegen 1 wie 1 durch k gegen 0. Und 1 durch k ist eine verdammt langsame Konvergenz. Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie machen 1000 Schritte, das ist eine ganze Menge, dann sind Sie mal gerade auf 3 Schritte, auf 3 Stellen hier richtig. Ja, dann haben Sie eine Genauigkeit sowas von 1000stel. Und das können Sie sich zum Beispiel für die Google-Matrix überhaupt nicht erlauben. Das heißt, das konvergiert zwar, aber numerisch ist es fast wertlos, weil es viel zu langsam konvergiert. Vorhin hatten wir Konvergenz wie beim Fixpunktverfahren. Das ist super, das ist prima. Aber hier in diesem Fall haben wir tatsächlich langsame Konvergenz und das ist nicht gut. Okay, gut, also Zusammenfassung. Wenn wir die xks definiert haben wie oben, also xk gleich a hoch k mal x0, dann bilden wir die Koeffizienten, diese Quotientenfolge Alpha k, Skalarprodukt von xk plus 1 mit d, geteilt durch Skalarprodukt von xk mit d für einen Vektor d. Und das Ganze konvergiert gegen Lambda 1. Und wenn wir die Konvergenz untersuchen gegen Lambda 1, dann stellen wir fest, falls es betragsgleiche Eigenwerte gibt, die unterschiedlich sind, haben wir gar keine Konvergenz. Falls die betragsmaximalen Eigenwerte alle gleich sind, dann haben wir Konvergenz und diese Konvergenz ist schnell, falls wir ausreichend viele Eigenvektoren haben. Das heißt, wenn hier die geometrische und die arithmetische Vielfachheit übereinstimmen für diese Eigenwerte. Und wir haben langsame Konvergenz, wenn das Jordan-Kästchen nicht einfach eine Diagonalmatrix ist, sondern wenn wir echt so echte Jordan-Kästchen haben. Und in diesem Fall haben wir keine zwar auch eine Konvergenz, aber eine Konvergenz, die fast unbrauchbar ist, weil sie wahnsinnig langsam ist. Okay, und noch eine kurze Anmerkung. Wie können wir denn so bekommen wir unsere Eigenwerte. Wie bekommen wir denn wohl die Eigenvektoren? Naja, da haben wir ja schon am Anfang gesehen, dass xk, das wir rausbekommen, ist tatsächlich eine Näherung für den zugehörigen Eigenvektor. Und auch das würden wir hier dann halt akzeptieren. Natürlich brauchen wir jetzt noch eine Abschätzung, wie genau wir denn eigentlich sind. Und zumindest für einen Spezialfall werden wir uns das jetzt anschauen.